Supen Casper von Heinrich Hoffmann. Der Casper war dort Kängas in ein dicker Bub und Kungurin. Hatte back einen roten Fisch, die Suppe aus der Hüfte Tisch. Doch einmal fing an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, ja, seh nachher, der war ein schön viel mager leer. Gleich fing wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch, als die Suppe kam herein, gleich fing wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar, der Kasper wie ein Fetchen war. Wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot.